So. Und auch an YouTube willkommen zu einem neuen Video von Cube Factory. Du hast gewonnen. Das wissen wir ja noch, dass wir hier gewonnen haben. Ich wollte aber noch ein bisschen weiterspielen, oder? Gehen wir auf die nächste Insel. Wir gehen auf die nächste Insel. Kurz bequem hinsetzen hier. Errungenschaft freigeschalten, fleißige Arbeiter. Na dann, auf geht's. Wenn zwischendrin der Ton mal stoppt, dann tappe ich einfach mal raus, um zu gucken, ob auch alles ordentlich läuft bei mir. So, nächste Insel, nächstes Glück, würde ich mal sagen. Als erstes ein Lager. Wo bauen wir das hin? Ja, komm, scheiß drauf. Oder? Nee, stopp. Hier erstmal alles weg. Die Bäume hier können auch weg, genau. Wir brauchen Platz. Eindeutig. Was ist das hier unten? Keine Ahnung. Ihr könnt aber mal einen dicken schneller arbeiten, ja. Ja. Was ist denn das da? Abgebauter Ton. Ah, okay. So, 5x5 Lager. Einmal dahin und alles entladen. Alle Güter akzeptieren, das ist ein All-in-One-Lager. Und dann fangen wir doch mal direkt an hier. Wir brauchen sowas. Und davon nicht nur... Ne, wir brauchen erstmal ein Feuer. Lagerfeuer. Eins dahin. Eins dahin. Und eins hierhin. Wie groß ist die Insel? War nicht groß. Baggerfluss. Liefert einen Gegenstand? Ah, okay. Ich verstehe gar nicht. Alle Güter akzeptieren. So. Dann 1, 2. Als nächstes erstmal gar nichts weiter. Du.
So, ich kann aber leider nur 10 Minuten bleiben, dann muss ich zum Deutschen. Kein Problem, Lesedrachen. Guten Morgen, danke, dass du da bist. Alles kein Problem. Steinblock, Holzbretter. Drei mal drei. Dahin. So. Ja, wir haben hier eine Menge. Das nächste Feuer, das setz mal dahin. Und dahin. Dit hier kann weg, dit kann weg. Hier drüben kann auch alles weg. Die pennt im Stein, schön. Shane. Holzgriffe. Güter. Rohling werden zu herrschen. Was wird denn hier alles akzeptiert? Alle Warnzeichen. Stein auf jeden Fall. Baustein. Steinrohling. Und hier alles Mögliche an Holz. So. Feuer steht, das wird gebaut. Dann müssen wir hier unten hinsetzen. Weg damit, weg damit. Sag mal. Lagert doch mal alles ein hier. Hier, dahin und dahin. So, arbeitet mal ein bisschen schneller. Hey, wieso lagern die das nicht ein? Sind die dumm? Das zeigt doch direkt aufs Lager. Ich verstehe das nicht. Häuser. Eins, zwei, drei. Und hier der Steinrolling noch dazu. Einfach alles wegmachen. Scheiß auf die Natur. Das noch weg. Und das Bäume kann auch noch weg. Da,
da hohe Priorität. Brettchen liegt auf jeden Fall schon mal da, das ist schön. Ha. Das brauchen wir Holzbretter. Warte mal, Holzgriffe brauchen wir erstmal gar nicht. Weizen brauchen wir noch. Fünf mal fünf. Weizen. Lager dazu. 5 mal 5. So. Das da und dahin. Warum lagert ihr das nicht ein? Ihr habt hier ein scheiß Lager. Ich muss das nicht verstehen. Braucht 2 Steine. Hier sind mehr als genug Steine. Kümmert euch. Ich bereite nebenbei schon mal die App für das Miet vor. Alles gut. Guten Morgen, Multimelli. Mutti-Melli, nicht Multi. Tut mir leid. Irgendwie sind die hier zu doof, alles ins Lager zu räumen. Der akzeptiert hier doch auch fast alles. Holzkohle, nein. Steinblock, ja, und das hier ist ein Steinblock. Ne, ist ein Stein. Stein, so. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Mendel hier nicht. Level 3, schön. Hör mal. Hä? Warum? Bin nur kurz da, ich stehe beim Einkaufen, aber der Laden macht erst um 8 auf. Alles gut, alles gut. So 2-3 Stunden ungefähr. Ich muss das ja dann noch den Stream runterladen, zurechtschneiden für YouTube. Und dann muss ich im RL noch ein bisschen was erledigen. Feuer, zweites Feuer, drittes Feuer. Hier lagern die alles ein. Hier lagern sie nichts ein. Wie dumm sind die Menschen hier? Ah, ein Glühwürmchen. Nee. Nicht mal der Steinblock. Alles klar. Viel Spaß, Lesedrache. Hm.
Na gut, wir brauchen auch Tomaten, wir brauchen einen Brunnen, einen Pferdebahnhof. Fangen wir hier mit den Tomaten an. Tomaten. Das da rein. Sag mal, ich will aufs Lager Zugriff haben. Da, da, da. Ah ne, stopp. Das war falsch. Da und da. Ach, aber die Häuser haben sie gebaut. Ist das so klein? Das kann nicht sein. Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt wird hier Wasser eingeladen. Ne, Wasser? Blumen. Was ist das? Blumen. Ach, schau mal, jetzt lagern sie ein. Oh Gott. Na, dann melde ich mich dann, wenn ich zu Hause bin. Hier, aber ich bleibe noch bis 8. Es sei denn, mein Ladevolumen ist gleich aufgebraucht. Dann erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Oh, alles gut. Ihr seid nicht gezwungen zuzuschauen. So, 8 mal Tomaten. Wir haben hier 25 Pflanzen. Erdbeeren wollen sie auch noch. Dann kriegen sie die. Das Lager. Warte mal, was pflanze ich jetzt hier an? Tomaten. Erdbeeren. Da rein. Das aus dem Lager da und dahin. Wird zwar nicht benötigt, aber egal. Ein Brunnen. Machen wir gleich mal 2. Ich seit 5.30 Uhr. Durch die Kinder halt. Ich musste ja Frühstück für die Schulen machen. Ja. Und dann aufpassen, dass die überhaupt zur Schule gehen. Würde ich das nicht machen, würde der Große jetzt noch hier sitzen und PlayStation spielen. Ja, der Große ist in dem Alter. Nee. Das ist schon manchmal gar nicht mehr lustig mit dem. Ich sag meinem Sohn immer, wenn er nicht ausgelastet ist, soll er sich eine Freundin suchen. Und mit ihr Spaß haben. Ja, mit 12 sind sie heutzutage schon so weit, dass ja. Mehr Spaß haben als sie sollen. Die sind noch unzufrieden. Gelangweilt, benötigt Bank, benötigt Strandstuhl, benötigt Fackeln, braucht Wasser, braucht Milch. Also Wasser habt ihr hier mehr als genug, würde ich mal sagen, oder? Nö, haben sie nicht. Schön. Strandstühle wollen sie haben. Eins, zwei. Eins, zwei, drei.
durstig. Okay. Blümchen wollen sie dieses Mal keine. Das ist ja schon mal ein großer Schritt nach vorne. Da hinten noch eine hin. Da und da. Meine ist immer der Meinung, wenn sie zur Schule gehen muss, muss sie geschminkt sein und coole Sachen an. Da müssen aber auch zu den Schuhen passen, jeden Tag 2 Stunden, die sie braucht. Ach du Heimatland. Aber mit 14 schminken, ja gut. Aber doch nicht so extrem, dass es so lange dauert. Also Lippenstift und so ein bisschen die Augen betonen, ja. Da würde ich noch nichts dazu sagen. Klamottentechnisch, da soll sich die Klamotten am Vortag raussuchen. So wie ich es mit meiner Tochter zusammen mache. Und meiner Tochter ist es eigentlich egal, was sie anzieht. Hauptsache, es sieht schön aus. Da kann sie schon mal eine schwarze Hose und ein pinkes Oberteil anhaben oder ein graues Oberteil mit einem Bild drauf und eine rosa Hose. Also, ja. Ich kenne das noch aus meiner Jugend, da haben sich auch schon die Mädels geschminkt und ja, was die sich manchmal da ins Gesicht geklatscht haben, das ist ein Wunder, dass die heute ohne Schminke noch normal aussehen. Nein, volles Programm einen Tag vorher, nein, das muss ja auch zu ihrer Stimmung passen. Oh Gott. Also heißt, wenn sie Frauenprobleme hat, zieht sie alles komplett schwarz an. Weil dann haben die Frauen ja bekanntlich die ersten 2-3 Tage auch miese Stimmung. Meine sieht immer aus wie 18. Da muss man aber auch vorsichtig sein. Nicht, dass dann hier irgend so ein 25-Jähriger anfängt auf sie zu stehen und sie 14 und er schleppt sie ab. Bänke wollte ich noch bauen. Hier. So. Gibt ja genug kranke Menschen da draußen. So, dann kann der Spaß hier hinten weg. Oh. Na, einmal so. 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 Und dir noch. Ich rede immer gegen den Wind bei ihr. Es ist echt übel. Ich hoffe, dass die blöde Pubertät bald zu Ende ist und sie auch mal mein Rat annimmt. Das passiert erst, wenn sie eine eigene Wohnung hat. War bei mir nicht anders. Ich als Kerl habe früher immer so gedacht, ach scheiß drauf, was die Eltern sagen. Ich lebe mein Leben. Ja, und dann mit der ersten eigenen Wohnung. Ja, Mutti, ich brauch mal einen Ratschlag und dann kommt das alles erst wieder. Vorher nicht. Wenn du Pech hast, ist sie dann in 2 Jahren mit 16 halt auf dem Rebellionstrip, wo sie dir die Stirn bietet und ja, Wörter fallen, die man aus dem Mund der Tochter gar nicht hören will. Mein Sohn gestern Abend auch, wo sie ins Bett sollten. Ich wundere mich, was der die ganze Zeit im Bad macht. Ich gehe rein, schickt der mit einem Mädel Sprachnachrichten hin und her. Ich mach die Tür auf, gehe rein und der so, was willst du hier, Junge? Wo ich mir so dachte, alles klar. War da erstmal ein Anschluss kassiert, dass er mit seinen Freunden so reden kann, aber nicht mit mir. Also noch 4 Jahre, ich könnte
Manchmal sie gegen die Wand klatschen, ist so frech und aufmüpfig. Ach, diese Worte sind schon mehr als einmal gut. Seid ihr nicht sicher, dass sie mit 18 auszieht? Wenn sie mit 18 in der Ausbildung ist, hast du Glück. Wenn sie allerdings mit 18 Hartz IV kassiert, darf sie noch bei dir wohnen bleiben. Da sagt das Amt, nö, ihre Tochter darf nicht ausziehen. Sie hat bei ihnen ein Dach über dem Kopf. Sie kann bei ihnen leben. Das Arbeitsamt ist da, ja, Geld einsparen, wo sie können. Benötigt Strandstuhl. Willst du mich verarschen? Und die ist noch gar nicht gebaut. Zum Bau fehlt Stoff. Was ist das? Ein dekorativer Schrein. Textilverarbeitung. Dahin. Kriegt auch noch ein Lager. 5x5. So. Das da rein. Das da. Und dahin. Das da. Da. Lager, bitte. Da. Da. Und da. Oh, doch, sie will mit 18 raus. Sie will ihr Abi machen und dann eine Ausbildung. Das hat sie schon gesagt. Sie sieht es bei ihrer Tante. Wenn man nicht arbeitet geht, kann man sich nicht so viel leisten. Ich krieg momentan auch Hartz IV. Ich stehe auch dazu, weil bei mir ist das Problem, die Kinder sind ja alle 7 Tage. Ja doch, alle 7 Tage für 7 Tage bei mir. Also so im Wochenrhythmus. Durch die momentane Lage ist es so, dass mein Sohn auch manchmal zu Hause ist. Vor allem jetzt, wo bei ihm in der Schule wieder ein 8-Klässler positiv getestet wurde, kann das schnell passieren. Und da erstmal Arbeit finden. Ja, das ist schon schwierig. Dann soll man ja auch geimpft sein. Ich lasse mich aber nicht impfen. Ist es gleich nochmal schwieriger, was zu finden. Ja, es wird Zeit, dass hier alles vorübergeht. Die Kinder wieder ganz normal in die Schule gehen. Und selbst dann kann ich auch nur auf 6-Stunden-Basis arbeiten gehen, weil die Kinder 14 Uhr, 15, 14.30 Uhr immer vom Hort zu Hause sind. Und ich kann meine Jüngste, auch wenn sie 8 Jahre alt ist, nicht länger als eine Stunde mit ihren Brüdern alleine lassen. Der Große ist dann so drauf, der ärgert die 2 Kleinen und ja, dann geht hier schon mal was zu Bruch, wenn man hier aufpasst. Das muss ja auch nicht sein. Das da. Dahin. Aber wenn sie sich das in den Kopf gesetzt hat, mit Abi, Ausbildung und so weiter, dann... Toi, 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 das hört man heutzutage nicht aus jedem Mund. Viele sagen ja auch, ne, ich gehe nicht arbeiten. Warum sollte ich? Ich krieg Hartz, das reicht aus. Ja, es ist eben nicht einfach und ich bekomme auch leider Hartz IV. Aber es liegt an meiner Krankheit, da ist es leider noch nicht geklärt. Aber 2 Ausbildungen. Aber 2 Ausbildungen habe. Aber meine Schwester hat in ihrem Leben noch nie gearbeitet ohne eine Ausbildung. Oha, noch nicht mal eine Ausbildung. Also ich war froh, dass ich aus der Schule raus bin und in die Ausbildung gekommen bin, weil der schulische Typ, ne. Ich bin eher der anpacken tut und ja, der Praxistyp halt. Theorie ist nicht so mein Ding, das hat man auch auf meinem Zeugnis gesehen. Hat auch meine Mutter damals in der Schule so gesagt. Werkenunterricht, Sport, immer Top-Noten und im Zeichenunterricht, alle anderen Fächer waren so eher durchschnittlich. Ja, dann bin ich von der Ausbildung ins Hartz IV, dann in Arbeit. Ja, und dann wieder ins Hartz IV. Ja, aber die meisten Aussagen, die stimmen halt schon. Wenn du dir mal anguckst,
Was verdienst du heutzutage noch? Du musst trotzdem noch Unterstützung beantragen bei den meisten Berufen. Die Mieten werden teurer, die Lebensmittel werden teurer, die Unterhaltskosten werden alle teurer. Man verdient vielleicht im Monat durch die Mindestlohnerhöhung 2-3 Euro mehr. Ja, das reicht dann hinten und vorne nicht. Und dann beantragt man Unterstützung. Ja, und wenn man das macht, wird man auch gleich trotz Arbeit noch in die Hartz-IV-Schiene geschmissen. Was ich da nicht ganz verstehen kann. Ja, und die da oben, die erhöhen ihre Diäten irgendwie 3-4 Mal im Jahr um 800 Euro. Hartz-IV-Kindergeld wird um 5 Euro erhöht, die Rente um 3-4 Euro. Das ist nicht mehr lustig. Ja, klar. Ich bin ja auch nebenbei immer wieder mal auf der Suche, ob ich nicht mal irgendwo einen 100-Euro-Job finde. Und wenn es einfach nur Zeitung austragen ist, da kann ich meine Kiddies mitnehmen. Und dann wird das Geld halt durch 4 geteilt. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich hier in den Sommerferien für meinen Großen, weil der sehr handwerklich begabt ist, also was der aus Holz arbeitet, wow. Will ich mal gucken, dass ich hier irgendwo einen Schreiner finde, wo er halt mit seinen 12 Jahren schon so einen Ferienjob machen kann, wo er am Tag 2-3 Stunden hingeht, sich ein bisschen Geld verdient, weil er sich ja unbedingt eine Playstation kaufen möchte. Und ja, da soll er halt auch was dafür tun. Und wenn ihm dann am Ende was fehlt, lege ich den Rest dazu. Weil bei seiner Mutter glaube ich es nicht. Und ja. Er weiß aber auch, Beine hochlegen bringt nichts. Das Geld kommt nicht von allein. Das hat er am Dienstagabend mitbekommen. Als er unbedingt sein Taschengeld wollte, wo ich meinte, ich habe kein Bargeld im Haus. Das, was ich mir hier jeden Monat zur Seite lege, da gehe ich nicht ran, das ist mein Notgroschen. Und ansonsten ist ja überall mit Karte. Müsste ich gucken, danach habe ich mich zum Beispiel noch gar nicht erkundet. Er wollte halt sein Taschengeld haben, habe ich gesagt, nö, ich habe kein Bargeld im Haus. Hat er angefangen rumzuzicken, blöde zu machen und ihn auf, ich fange jetzt an zu weinen, dann wird der Papa weich. Nee, nicht mit mir. Aber das ging mir dann irgendwann so auf den Sack, dass ich gesagt habe, ist okay, ich rufe morgen früh jemanden an, ich verkaufe hier meinen Fernseher für 5 Euro, dann hast du dein scheiß Taschengeld für die Woche. War auf immer ganz ruhig. Ich stinksauer aus dem Zimmer, habe noch irgendwas vor mich hingebrabbelt, sodass er das aber versteht. Ja, und am nächsten Morgen habe ich nochmal gefragt, und kriege ich von dir irgendwas zu hören? Da hat er sich das erstmal entschuldigt, mir, du musst den Fernseher nicht verkaufen, ich warte, bis du Geld hast. Ja, dann habe ich am Mittwochnachmittag, als er aus der Schule kam, einen Sack Pfandflaschen in die Hand gedrückt und meinte so, guck mal hier, 7 Euro, bring weg, hast du dein Taschengeld. Hat er dann Ruhe gegeben. Aber er musste sich das Geld verdienen, indem er die Pfandflaschen wegbringt. Wegen Heimarbeit, ja, werde ich mich definitiv mal schlau machen und rumgucken. Ne? Kein Produkt ausgewählt. Beides bitte. Moment, was ist das? Baumwolle. Ich muss Baumwolle anpflanzen, sehe ich gerade. 5x5. Kann ich nicht. Doch, Blumen, die müssen Baumwolle geben. Nein, das nicht. Das da weg. So. Ganz kurz den hier. Das da rein. Das dahin. Ich kenne das auch, meine zickt auch immer, wenn sie ihr Taschengeld haben will und wehe nicht, dann knallt sie die Türen und redet nicht mehr mit mir. Türknallen habe ich hier verboten, weil die Kinder, ich habe hier eine Dreiraumwohnung und das kleinste Zimmer ist mein Schlafzimmer. Da steht ein Schrank, ein Bett drin und da passt doch ein Wäscheständer rein, fertig. Da
Das hatte ich vorher als Kinderzimmer für meine Tochter, die wollte aber nie alleine schlafen. Ich weiß nicht warum. Ja gut, jetzt schläft sie mit ihren Brüdern in ihrem Zimmer. Und das, was regulär das Schlafzimmer ist, das ist wirklich saugroß. Das habe ich denen jetzt als Kinderzimmer eingerichtet gehabt. Haben sie genug Platz. Und dort in der Tür ist aber eine Glasscheibe drin. Ich habe den Kindern schon gesagt, wenn ihr die Türen knallt und die Scheibe kaputt geht, ich habe keine 1000 Euro dafür, dann dürft ihr erstmal zusehen, wie da eine neue Scheibe reinkommt. Ja gut, Insolvenz ist halt auch nicht wirklich das Schöne. Ja, ich muss hier mal gucken, ob es hier überhaupt irgendwas gibt. Aber ich gehe zur Not auch Zeitung austragen. Da würde ich die Kiddies mitnehmen, die kommen raus. Alles klar, dann bis später, Amelie. So, jetzt mache ich hier nochmal ein großes Lager. Bis dann. So. Machen wir 13 mal 13. Und wir akzeptieren alle Güter. Und zwar wirklich alles. Und aus dem Lager, das geht dann dahin, dahin, dahin. Ah, die lagern direkt ein. Sehr schön, sehr schön. Was ist das? Einfache Kampfroboter. Pferdescheune und eine Scheune. Dann bauen wir das doch mal. Ja, haben wir noch ein bisschen Platz. So. Das wird dann... Ah, okay. So und so. Das geht da rein, genau. Das geht dann da hin. Das machen wir aber auch mal da und da hin. Und doppelte Geschwindigkeit. Und die Lager laufen über. Schön. Ich brauche hier so ein Frachtding-Teil. Ja, doch, ich würde dich gerne hier hinbauen. So. Und du lagerst dann alles da ein und das kann auch dahin gebracht werden. So. Genau. Genau, genau. Importierte Güter, exportierte Güter. Was auf? Wir haben so viel Zeug. Was? Ach, Ziegel. Ach, du Heimatland. Okay. Textilverarbeitung, Roboterwerkstatt. Der Ofen fehlt also. So. Nee, das lag aber fehl am Platz. Das dahin. Das da und dahin und dahin. Ja.
Machen wir das nochmal so. Das. 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 Du sollst doch hier auswählen. Hä? Okay, das geht nicht. Warum auch immer? Na gut. Ausgangslage akzeptiert keine Produkte. Doch, Stoff. So. Bitte. Der akzeptiert alles. So. Dann ein Weg. Schön. Benötigt Strandschuh, braucht Milch. Ja. Hier hinten decken wir jetzt erstmal noch weiter auf. Eins. Und zwei. Und natürlich dort auch noch. Das kann weg. Das geht nicht weg. Okay, der Baum kann weg. Das kann alles weg. Ja. Pferdescheine brauchen wir noch. Genau, da war noch was. So. Pferdebahnhof. Ein da und ein hier runter. Die Roboterwerkstatt. Die müssen wir auch noch irgendwo hinbauen. So, doppelte Geschwindigkeit. Macht mal was. Ja, zum Beispiel auf Decken. Okay. Warum auch immer dieses eine Schniebelding dort noch ist. Ah, hier muss auch noch mal ein Feuer hin. Na, wir setzen das dahin. Müsste ausreichen. So, dann... Ja. So. Und so. Der ist auch fertig. Sehr schön. Ach, hier kommt Automatikmodus. Scheiß drauf. Hä? Warte, was? Um.
Depotausgang da. Und was ist noch? Ah. Das da will ich. Boah, leck mich doch, willst du mich hier zu verarschen? Depotausgang ohne automatischen Modus. Boah, leck mich doch, ey. Holzkohle herstellen. Stimmt, den haben wir ja jetzt hier. So, akzeptiert er wohl. Eine Werkzeugschmiede. Dahin und das Lager dafür mach mal. Ah, komm hier hin. Werkzeug. Das. Gut, hier kann auch alles abgeholzt werden. So. Dem fehlt zum Bau soweit nichts. Da wird alles hingebracht. Okay. So, alles fünfmal wie nach Quest. Genau. Ja, ich will da nicht so ein Ding. Ich verstehe das mit dem Boot hier immer noch nicht. Ah. Okay. Die Roboterwerkstatt. Ja, der scheint kein Lager zu benötigen. Schön. Ach so, eins hin.
hier eventuell noch eins hin und wir bauen hier auch noch mal eins hin. So. So. Das Ding ist komplett leer. Okay. Warnung, zeig mir schon Probleme. Oh, ja. Können wir aber auch so regeln und so. Ach, jetzt wird's gebaut. Lol, okay. Seltsam. Dann bauen wir euch noch. Na, wir bauen hier noch sowas. Einmal in die richtige Richtung drehen, bitte. Ein dahin. Ein dahin. Ein dahin. Da. Dort noch ein hin. Und da. Und da. So. Du musst Ziegel brennen. Los, mach das. Ach, das haben wir doch da schon. Ja. Die Werkzeugschmiede. Textilverarbeitung haben wir. Wir haben eigentlich soweit alles. Eine Bäckerei! Alles klar. Dahin. Im Bau. Na dann bau mal. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich muss das nicht verstehen. Das ist ganz weird gerade. Sorge dafür, dass deine Kolonisten. Wir haben 8 Kolonisten. Warum nicht mehr? Naja. Hier kriegt er noch ein paar Blümchen. So. Und wir erhöhen einmal die Geschwindigkeit wieder. Aber ich verstehe das nicht mit dem Ausgang hier. Depotausgang ohne Automatisierung. Kein gültiger Import zugewiesen. Hä? Thank you.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das mit diesem Depot einfach nicht. Das ist mir... Ja. Genau. Genau das ist es. Baue einen Frachthafen und exportiere Güter. Ganz ehrlich, dann mache ich den hier nochmal weg. Und dann baue ich hier hinten nochmal einen. Da ist er. So, der kriegt jetzt ein Lager. Das kommt hier hin. Das, das, da, 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 da. Das haben wir schon. Okay, das macht der nicht. Aber der macht das. Jetzt macht er das auch. Das. Das geht schon da rein. Okay. Ist das jetzt hier unten weg? Ja. Aber da haben wir noch ein paar Güter, das ist schön. So. So, da ich eine Stunde jetzt gerade voll am Stream bin, mache ich eine kurze 5-Minuten-Unterbrechung. Für mich wie immer, wenn ich eine Stunde voll gestreamt habe. Und wir sehen uns gleich. Da. I'm tied to this carry.